Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir weitere Affen gerettet und haben hier auch schon das Dungeon-Item bekommen, und zwar den Sturmbumerang. Und ja, wir haben auch schon den Master Key und es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel hier zu tun in diesem Dungeon. So, wo führst du mich hin, Affe? Ich gehe jetzt einfach mal mit, ist okay. So, gibt's hier noch was? Nö. Ja, ich komme schon. Ich komme schon ab. Alles ist gut. Das sieht dann auch aus, als ob genau drei Affen noch fehlen würden. Sieht fast so aus, als bräuchten wir die Hilfe dieser Affen und dem Schrein ganz zu durchsuchen. Da kann man wohl nichts machen. Retten wir eben auch noch die anderen. Ja, Midna. Mach mal. So. Ich möchte aber vorher in den Raum vorher zurück und dort schon mal zwei Affen retten. So. Hey. Dreh dich. Und nochmal. Oh nein, Gegner. Und tschüss. Na, komm her. Bums. Und tschüss. Wunderbar. So. Der schnellere Affe ist der hier. Also holen wir uns einfach mal ganz kurz den hier. Ist ja egal welchen. Ich muss ihn eh beide holen. Okay. Ach, das ist der Raum. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hey. Mann. Jetzt hör auf zu blocken. So. Da sind noch mehr von denen. So. Ah, jetzt. Ich könnte jetzt eine bestimmte okkulte Kunst gebrauchen. Die ich auch sehr gerne mag. So. Brauche ich jetzt eigentlich nichts. Nehmen wir zuerst einmal. Hier. Verdammt! Das war die falsche. Du sollst. So. Jetzt. So, jetzt. Ich will hinter dich. So. Geht doch. Ich sehe da was. Komm mal her. Hey. Dann nerven die mich nämlich nicht die ganze Zeit, wenn ich dann aus Versehen da mal reinspringe. So. Ist hier noch irgendwo eine? Nö. Das ist sogar schon die einzige. Okay. Gut, dann müssen wir wieder hoch. Ich schaue jetzt gerade, wo. Ah, da. Ich habe den Efeu gesucht. Wo ich wieder hochklettern kann, Schätzelein. Dann müsste es ja eigentlich. Falsche Taste. Jawohl! Gut, dann wäre der Affe schon mal befreit. Ich finde es übrigens faszinierend. Von zwei Möglichkeiten wähle ich natürlich die falsche.
bei den Löchern. Ich hatte eine 50-50 Chance und ich nehme natürlich das falsche Loch. Ja. Nehmen wir ganz gerne mal das falsche Loch. Lassen wir das Thema einfach. Hey, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Gut, dann muss ich erst einen Schlüssel holen. Dann machen wir es. Dann holen wir halt zuerst einen Schlüssel. Ist ja schon gut, ne? So. Dann holen wir halt zuerst einen Schlüssel. Überhaupt kein Problem. Wo ist der Affe? Ist der schon automatisch hin? Ja, er ist schon automatisch hin. Ich dachte, da gab es wieder so eine Sequenz, aber anscheinend nicht. Oh mein Gott, was für ein komplexes Labyrinth. Oh mein Gott, wie konnte ich dieses Labyrinth nur lösen? So. Der wäre erledigt. So, den schnappen wir uns auch gleich. Hey. Sonst gibt's hier nichts, okay. Schnell hier hoch, denn dort oben gibt es einen Affen und eine Kiste. Und ich schätze mal, dass dort dann der Schlüssel drin sein wird. Na. Ja, ich muss wieder separat, weil er sonst nicht trifft. Geht doch. Es geht doch. So, jetzt schnell hier hochklettern. Hey, wer bist denn du? Du heißt Jürgen. Ich nenne dich jetzt einfach Jürgen. Das sind ja Goblins, oder? Sind es Goblins? Ich weiß gar nicht. Sehen aus wie Goblins. Es sind Goblins. Hey, hey, hey. Das hast du dir so gedacht. Okay, da ist... wo habe ich jetzt nochmal meinen Bumerang drauf? Auf R, genau. Ich habe es gemerkt, dass ich den falschen habe. So, du gehst dahin. Hey, du sollst da rein. Nicht zu mir. Ja, wunderbar, da ist eine Kiste. Das wird dann der Schlüssel sein wahrscheinlich. Natürlich ist es der Schlüssel. Sehr schön. Na, dann haben wir doch schon mal einen Schlüssel. Sehr gut. Dann kommst du mal bitte her. Hehe, ja, ich spreng dich. Komm, komm, komm. Komm raus. Ja, hehe. Ha, sowas macht doch Spaß. Sachen wegsprengen macht Spaß. So. Und jetzt einfach hier hoch. Bam! Schön. So. Na, geh kaputt. Machen wir es anders. Dann machen wir erstmal dich kaputt. Na, komm, runter. Und da oben muss doch noch einer sein. Den schnappen wir uns natürlich auch kurz. Und mit dem Finalstoß, jawohl. Ich find's übrigens toll, dass... Oder hab gerade gemerkt, dass sie es immer noch nicht geändert haben. Dass bei diesem Move, bei dieser Animation... Dass man es abbrechen kann, dass Link das Schwert in die Scheide steckt. Wenn man sich einfach bewegt. So. Ein paar Rubine vielleicht noch. Hey, ein gelber Rubin, schön. So, dann können wir jetzt hier wieder raus. Und uns jetzt eigentlich den letzten Affen holen.
Komm ich da rüber? Ja, ja, da komm ich rüber. Nein, da komm ich nicht rüber. Hätte ja sein können. Es hätte mich halt sehr viel Zeit gespart. So. Und dann du wieder. So. Okay, dann zurück und den letzten Affen holen. Denn schließlich haben wir jetzt den passenden Schlüssel. So. Und nochmal. Ach, solche Viecher wieder. Gut, die sind kein Problem. Noch mehr? Okay. Da hinten sehe ich noch einen, der sich ein bisschen versteckt hat. Ja, ich liebe die Stichattacke, das merkt man vielleicht. So, hier kann ich vorbei, schön. Das Geld ist immer gut. Ich mag es übrigens, dass man von Anfang an mehr Rubine tragen kann als 100 Stück. Ist ja auch nicht in jedem Zelda so. So, dich mache ich kalt. Mann. So. Jawohl. Und... Ach, verdammt. Und... Ach. Jetzt komm. Jawohl. So, das sind wieder ein paar Affen. Ein paar Affen, genau, ein paar Spinnen, meine ich. Und ich sehe, es gibt hier noch eine Kiste. Machen wir erstmal den Affen hier. Das geht gar nicht, okay. Muss ich den Affen erstmal befreien. Komm her! Und Finalstoß, oh yeah. Okay, die Kiste sollte hier auch irgendwo... Ah, da hinten ist er doch. Und was ist drin? Oh, Stempel N. Okay, es können also auch mehrere Stempel in einem Dungeon sein. Gut zu wissen. Nochmal so ein komischer Stempel. Das bedeutet, ich muss definitiv alle Kisten in den Dungeons öffnen. Aber gut, das hatte ich sowieso vor. Das wird in den späteren Dungeons ein bisschen gemein. Aber okay. So, wo ist denn... Ah, da oben ist es doch. Die habe ich gar nicht gesehen. Sieh mal einer, guck, das hatte ich gar nicht gesehen. Da ist nix. 5 Rubine, immerhin. Nein, ich wollte da nicht runterspringen. Hallo, du sollst hochklettern? Danke. Kletter schneller, Link. Dankeschön. So. Na, dann haben wir den Dungeon jetzt eigentlich zu 100% gelöst. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Ich frage mich ja immer noch, was es jetzt mit diesen Stempeln auf sich hat. Da bin ich schon sehr gespannt, ganz ehrlich. Muss ich da dann irgendein Rätsel mitlösen mit den Stempeln? Oder sammelt die irgendjemand? Oder muss ich die irgendjemandem geben, dass ich irgendwas bekomme? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Hey, wir haben alle Affen immerhin. Die schwingen sich jetzt und durch die kommen wir zum Final Boss. Und da gehen wir jetzt auch hin. Und? Okay. Yay. Wir haben alles. Hier müsste es ja eigentlich nach Adam Riese wieder eine Fee geben. Die wollen wir uns natürlich holen. Das war der falsche Knopf. Da ist sie, die Fee. Ja, so eine Fee hat man doch ganz gerne mal dabei. Noch eine Fee? Nö. Aber den Boomerang brauche ich. Den lege ich jetzt bitte wieder auf R. Dann wagen wir uns mal zum Boss, ne? Okay. Ich mag den Boss übrigens nicht. Also nicht vom Design her, sondern einfach, weil es ein Arschloch ist. Plantainferner, das der Nachtschattenparasit. Mach mal so, ich wollte eigentlich gar nicht anvisieren, das ist halt das Blöde jetzt. Ja, wunderbar, hat er was zum Fressen. So. Gib das dem mal. Hier, friss. Nom 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 nom. Das schmeckt doch gut, oder? Ja, so geht der Boss. Wir müssen ihn füttern. Das mag er nämlich. Und jetzt ist er böse. Jetzt ist er böse. Hey. Okay. Ich brauche eine Bombe. Ey. Da ist er. Der Affe hilft uns. Mit einer Bombe. So, komm her. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ah, verdammt, ich stelle mich jetzt aber auch an. So. Geh mal auf den. Rums. Und jawoll! Hey, nur zweimal? Schwache Leistung. Oh, oh, oh. Geh weg. So, wo ist er? So. Rums. Schön, na dann komm mal zu Papa. Und tschüss. Schön mit Fangstoß.
Gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist und das hier wirklich reicht? Es sind insgesamt 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ich finde es übrigens toll, dass Midna mich daran erinnert. Ein Herzcontainer erhalten, oh yeah! Ach, ist das nicht schön. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Jo. Wir können verschwinden. Verschwindibus machen. Na, das kannst du eigentlich mal speichern. Von mir aus. Spike, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet des Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird von den Schatten regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Osten in das Gebiet Eldin. Toll, was? Das wird uns die Suche noch viel leichter machen. Und die anderen Lichtgeister wirst du sicherlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also, finden wir erstmal den Eingang zu den Schatten. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Man sieht sich. Okay, ja, wir haben unseren ersten Herzcontainer. Schön. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis wir den ersten Herzcontainer durch Herzteile bekommen haben. 2 brauchen wir noch und das finde ich absolut super. Und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall ein Herzteil schon mal holen. 1 weiß ich nämlich noch. Und ja, und dann können wir uns eigentlich schon mal auf den Weg zum Gebiet Eldin machen. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play, The Legend of Zelda Twilight Princess für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.